So Leute, wir sind zurück bei Outlast. Eine meiner Lieblingsspiele im Moment, die mich wirklich das Grauen lehrt. Da hinten ist Vater Martin. Oh, mit Nachtsicht sieht man gar nichts. Und wir müssen nun zu diesem verrückten Kerl gehen, was echt nicht cool ist. Ja, und wir müssen natürlich einen Schlüssel suchen. Moment, hier war ich noch gar nicht. Okay, dass der nicht aufgeht, war schon fast klar. Für diese Tür brauchen wir einen Schlüssel und das heißt, es geht wieder auf Schlüsselsuche, wie schon so oft zuvor. Was da? Sie können vom... Okay. Aber warum sollte ich zu ihm hin? Warum? Warum bin ich nicht schon einfach tausendmal gegangen, als ich über eine Mauer springen könnte und mache es nicht? Wieso mache ich das nicht? In letzter Zeit wird es noch dunkler hier, habe ich das Gefühl, immer. Deswegen bekommen wir wahrscheinlich jetzt auch diese 10 Batterien. Hier ist ja nichts mehr hell im Moment. Okay. Wir dürfen natürlich dadurch nichts übersehen. Die Dunkelheit kann ja auch unser Freund sein, nicht wahr? Was ist das hier? Muss ich hier gleich was einfügen und so? 3 Sicherungen benötigt. Ah, und da ist der Schlüssel. Also Sicherung suchen. Hey, hey, hey. Als hätte ich sonst nichts zu tun. Und wer hat die Sicherung überhaupt rausgenommen? Ich wette, die sind jetzt wieder an den unmöglichsten Orten versteckt. Ich freue mich schon. Hallo? Niemand da? Gut. Gut. Das ist der Raum, aus dem wir kamen. Alles klar. Orientierungslos. Hier. So. Drive in the nails. Oh, nee. Als ob ich irgendwas machen würde. Oh, Gott. Kannst du das filmen? Oh, auch noch in so einem Kruzifix hängt der Mann. Oh, das ist ja super. Das sieht nach Vater Martins Werk aus eigentlich, oder? Wenn er schon da in so einer komischen Märtyrer-Pose hängt. Oh, ist das uncool. Okay, eine Sicherung. Schon mal eine. Kommt jetzt was? Hier kommt jetzt was? Was? Ja genau, wo kommst du denn auf einmal her? Mach die Tür hinter dir zu. Und weg. Und weg. Oh, oh, du Scheißkind. Wir müssen so schnell weg, wie es geht. Wir müssen ganz schnell weg. Aber wohin? Hier gab es doch gar keine... Mach zu. Hier gab es gar keine wirkliche Verstecke, oder? Ah, hier. Wo auch immer das jetzt gerade herkommt. Ob das so gut ist, sich zu verstecken? Ich hätte lieber einfach weiter rennen sollen. Oh, ey, ich wusste, dass was passiert. Mann. Okay, ist nichts. Merken wir uns diese Schränke. Hoffentlich finde ich da jemals wieder hin. Schnell weg, schnell weg. Der kommt jetzt wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich so eine Wäscheleine spule. Oder ist noch eine? Was ist das? Habe ich das vorhin übersehen? Okay, Tür zu. Tür zu, Tür zu, Tür zu. So, dann gib mal her. Ach, das war nur eine Batterie. Okay, okay, okay. Pray for revelation. Bete für die Offenbarung. Ich hoffe, das ist die richtige Übersetzung, aber müsste. Oh, nein, 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 nein. Okay, wir gehen nach da. Okay. Was zum... Machst du was? Machst du was mit mir? Vor allen Dingen? Oh Mann. Was ist das? Die Spule. Jetzt greift er mich an. Oh Gott. Oh Gott. Er rennt nicht. Er rennt immerhin nicht. War da was? Moment, wir spielen... Nein! Wieso du auch noch jetzt? Alter! Ihr habt sie doch nicht mehr alle! Wo lang, wo lang, wo lang? Da lang, da lang, da lang. Ich renn zurück. Oh mein Gott. Oh, das Ding kommt, oder? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ab davor. Einfach mal auf Sicherheit, obwohl er jetzt noch nicht kommt. So. So. Entweder wir sind jetzt sicher oder wir haben uns selber eingesperrt.
Gibt's hier noch einen anderen Ausgang? Was ist das? Ist das jetzt hier eine Batterie? Ja. Den nehmen wir erstmal. Hier gibt's doch gar keinen anderen Ausgang, oder? Sehe ich das richtig? Moment, wie komme ich dann hier raus? Erstmal nehmen wir das. So, damit hätten wir 3 von 3. Und nun? Ich muss ja da lang raus. Ist hier irgendwas drin? Nein. Oh, da muss ich das wieder... Oh, wofür ist das denn dann da? Ganz umsonst. Okay, weg mit dir. Invite the Wall Rider. Warum sollte ich ihn einladen? Der kann doch... Der kommt hier doch eh hin, wenn er möchte, oder? Oh, ich dachte, ich hätte da was gehört. Oh, verdammte. Okay, langsam. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, da hinten ist er. Ja, genau, genau, genau. Geh ruhig schnell weg. Oh mein Gott, wo kann ich mich denn hier verstecken? Ey, Leute, glaubt es mir bitte. Ich habe jetzt schon wieder die Orientierung verloren. Wo lang muss ich? Oh, 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 das hat mir kostbare Sekunden gekostet. Oh Gott! Da ist der Typ mit dem Messer. Wir müssen also hier... Da lang! Ah! Er hat mich nicht gesehen? Scheiße, ich muss an dem vorbei. Ich muss an dem vorbei. Okay. Ja, wie komme ich jetzt an dem scheiß Typen vorbei, ey? Du stehst genau in der Tür. Alter! Du verpiss dich. Es war so klar. Nein, 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 bitte geh weg. Oh mein Gott, und meine Batterie ist leer, meine Batterie ist leer. Okay. Boah, was? Ich sehe nichts! Mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu. Oh! Renn einfach, renn, Wenger, renn. Okay, wir haben ihn immerhin ausgesperrt. Oh, hat der mir einen auf den Kopf, der Sack? Was kriegt der zurück? Wenn ich mal endlich eine Waffe hätte, dann könnte ich mich rächen. Wo lang, hier lang, hier lang, hier die Tür ist auf. Oh, ich bin... Ja, 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 gut. Alles rein, alles. Alle drei. Bitte beeil dich. Ja. Mach auf! Nein! Es war doch so klar. Was ist das? Spring hinterher. Oh, wo muss ich jetzt hin? Wieder zurück? Durch den Kamin? Wo ich reingeguckt habe? Oh, ey. Oh. Kann nicht mal irgendwas klappen. Okay, okay. Die sind so am Arsch, Mann. Wir sind so am Arsch. Wo muss ich denn hin? Hier lang. Hier lang geht's zurück, okay. Nee, warte mal. Nee. Oh, nö. Da gehen wir nicht lang. Nicht da, wo der ist. Gucken wir erstmal hier. Wir müssen da hin, wo? Nee, nee, das geht immer noch nicht auf. Warum versuchst du einfach? Oh, nö. Hier war aber nicht der Kamin. Oder? Doch, hier ist auch einer. Wo hält der Speiseaufzug, junger Freund? Können Sie mir dies sagen? Warum verfolgt er mich eigentlich nicht mehr? Naja, mir soll's recht sein. Oh, der kommt, der kommt. Ich habe keine Lust, mich zu verstecken. Wir warten hier, bis er kommt. Auf das was Steckspiel habe ich keine Lust mehr. Wir warten hier, bis er kommt und dann renne ich einfach um ihn herum. Wo ist der denn? Der ist doch hier drüber gesprungen, ich hab's gesehen. Naja, mir soll's... Oh, oh, oh. Oh, oh, boah, Leute, 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 Leute. Zwei Batterien. Wenn ich das übersehen hätte. Die retten mir den Arsch. Auch nicht. Oh, nein, wo ist der denn dann? Wo ist der denn dann? Ja, Mist, ich hätte jetzt gedacht, dass der hier ist. Oh, verdammt. Habe ich mich auch nicht übersehen? Habe ich auch nichts übersehen? Hier ist nichts, ne. Verdammt. Oh, nö, jetzt geht das wieder los, ey. Jetzt muss ich wieder Orte suchen, von denen ich keine Ahnung habe, wo sie sind. Was? Oh, der ist hier, der ist hier, der ist hier. Oh, meine... Oh, meine Fresse. Oh, nein, das bringt ja hier gar nichts. Wenn hinter mir jetzt... Lass mich in Ruhe.
Lass mich verfehlen. Noch mal in Ruhe. Alter, Alter, Alter. Renn. Wir rennen einfach zurück. Soweit es geht. Oh shit, Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nicht sterben. Und ausgetrickst. Scheiße, Mann. Was mache ich denn jetzt? Irgendwo war eine... Oh Gott, ich bin tot. Wo soll ich... Ey, der verfolgt mich doch immer noch. Wie werde ich denn los? Gibt's da einen Trick? Oh, ich bin ihn losgeworden. Okay, jetzt sind wir hier am Anfang. Gehen wir mal nochmal runter. Oder? Ich wüsste nicht, wohin sonst. Der Typ ist ja runtergefallen, also... Ich meine, rein theoretisch? Oh, nur wo? Nur wo? Warte mal, noch tiefer vielleicht? Warst du das? Nein, ne? Du warst das nicht. Nee, hier ist ja gar kein Schlitz. Wenn man wenigstens einen Anhaltspunkt hätte. Shit, jetzt muss ich... Bei null... du wieder? Immer noch in der Ecke? Cool. Mist? Wahrscheinlich musste ich gar nicht zurück, oder? Ich habe wahrscheinlich alles falsch gemacht. Wo kam ich hier überhaupt her? Das ist doch alles komisch. Das ist doch alles... Aha, hier ist ja noch ein Weg. Ja, hier, doch, hier kam ich her, das weiß ich ja noch. Nur ist hier jetzt auch der Typ gelandet. Ist hier jetzt der Typ gelandet? Okay, Laundry Room, das macht Sinn. Das könnte ja in die Wäschekammer gefallen sein. Genau weiß ich das nicht, aber wir müssen ja irgendwelche Anhaltspunkte haben. Gibt's hier nicht so eine Art Wäsche, so eine Wäscherutsche? Ja, Mist. Ja, wo... Ah, doch! Boah, ich wusste es. Oh, fast übersehen noch. Halleluja. Aber da habe ich Sherlock Holmes... Was? Was? Oh, nein! Da habe ich Sherlock Holmes... Nein! Nein, geh doch weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Verdammt, nein! Lass mich in Ruhe. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Shitte, shitte, shitte. Lauf... Oh, fuck. Oh, laufe ich richtig? Nein, natürlich laufe ich nicht richtig. Ich laufe total falsch, ich muss zurück. Oh. Ah. Ich bin tot. Da ist die Treppe. Nein, 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 das ist zu. Oh, verdammt. Hier, 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 hier. Oh, geschafft, geschafft. Ha, beim ersten Mal. Boah, das kann uns Vater Martin nicht helfen, immerhin. Will der doch, dass wir zu ihm kommen. Boah. Nee, Leute, ey. Nervenaufreibend. Wäre ich jetzt gestorben, hätte ich wahrscheinlich geweint. Okay, Sprung, 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 Sprung. Fall bitte nicht runter. Oh Gott, nein. Oh, ich habe die Tür zugemacht. Stödel. Ich wusste, das hätte ich nicht tun sollen, aber wie komme ich da rüber? Hä? 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 Nee, Moment, hier? So? Geht doch. Ah, mit den kaputten Fingern. Folge der Blutspur. Schon wieder? Das muss ich doch schon mal machen. Immerhin ist jemand so nett und zerstört hier immer alle Gegenstände und lässt uns die Batterien. Da, das ist... Ah, verdammt. Ich hoffe nur, dass das gleich speichert. Ich will nicht nachher wieder alles von vorne machen müssen. Müssen... Ah, hier ist auf jeden Fall die Blutspur, ja. Oh nein, ich höre die Schritte. Hast du was? Eine Batterie? 5 von 10? Wir sind gut ausgerüstet. Ich hätte lieber ein Schwert. Oh, da... Oh nein, ey. Okay, warte mal, warte mal. Hier lang. Genau, wir müssen gar nicht runter. Außer das bricht jetzt ein. Das könnte ich auch irgendwie wetten. Irgendwas, dass man sich erschreckt einfach nur. So. Boah, Junge, fall nicht runter. Gut. Schon wieder ein Problem. Super gelöst.
Mega schlau. Na! Boah! Boah, 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 boah. Wally? Wally? Bleib ruhig. Ich wusste, dass im Boden noch einstürzt. Ich hab's schon vorher gesagt. Oh nein, ey, diese Räume nämlich immer einen Traeger. Wenn ich nicht wüsste, dass der tot ist. Obwohl, wahrscheinlich hat er sogar überlebt, oder? Oh Mann! Ah, da lang, da lang, da lang. Tut uns der Wallrider was? Der wurde ja als sehr, sehr böse beschrieben, oder? Alle am Schiss, aber bisher uns hat der noch nichts getan. Vielleicht sind wir auch der Auserwählte. Und der Wally ist unser Freund. So, das war eine doofe Idee, so reinzustimmen ohne Nachtsicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Gehirnzellen sterben langsam ab vor Angst. Ich kann... Oh, was zu lesen, was zu lesen, was zu lesen. Oh mein Gott, wie viel. Auszug aus einem Tagebuch von Shirley Pierce. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Dass sie sowas glauben. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so leiden. Oh, dass die Leute das einfach so glauben, ey. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte. Aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tablette nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehmere Träume auf. Oh, ey, immer diese leichtgläubigen, naiven Trottel. Wo lang müssen wir denn nun? Hier ist bestimmt wieder ein Raum zum Verstecken. Ein Raum, der nicht aufgeht. Entweder ein Raum zum Verstecken oder ein Raum, der nicht aufgeht. Irgendeins. Oh, du kleiner Mistsack! Okay, er kommt von hier. Gucken wir mal, wovor er flieht. Wo sind die Batterien? Was? Ach so. Linke Maustaste. Oh nein, ey, wie schnell gehen denn die Batterien immer leer? Aber hier ist ja... Oh, da! Aber hier ist ja alles dunkel, also... Na gut, komm. Oh nein! Die Brüder! Zu! Oh nein, die gibt's auch noch. Die hab ich total vergessen. Lie. Lüge. Was gibt's jetzt? Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sie sind Lügen, von denen er spricht. Die fehlenden Akten aus den Kisten. Die Fakten, die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt. Wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an Mukultra, CIA, denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Oh nein, bitte nicht du auch. Aber, ich sollte hier mal lieber schnell weg, oder? Wenn uns diese Brüder verfolgen, dann haben wir ein kleines Problem. Oh Gott, unsere Batterie. So. Ja. Oh Gott! Wo ist dein Bruder? Oh nein, ich habe nicht nachgefragt. Oh nein, das wollte ich gar nicht wissen. Nein, 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 nein. Oh verdammt, halt. Okay, die können nicht rennen, oder? Ich glaube, dass sie nicht rennen können. Wir umrunden sie. Wo lang geht's hier? Nee, hier möchte ich nicht rein. Wir umrennen sie. Wahrscheinlich sind wir nach einmal tot, wenn wir mit... Oh Gott! Bitte kesselt mich nicht ein. So, hier ist einer. Boah, was ist denn? Wieso sehen die mich nicht? Okay, es ist schon ziemlich dunkel. Aber ich hätte gedacht, dass sie irgendwelche Fähigkeiten haben. Ah, dann können wir denen ja folgen. Hohohohoho. Okay, folgen wir denen einfach mal. Die denken bestimmt nicht, dass wir direkt hinter denen sind. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht umdrehen. Boah, wie finden die überhaupt durch die Gänge? Haben die Nachtsicht in den Augen? Oh, ich würde so gerne diesen Part beenden, wenn ich jetzt doch nur speichern könnte. Vielleicht wollen die mich auch gar nicht töten. Vielleicht. Vielleicht sind das ganz liebe Kerle. Die nur einen kleinen Spaß gemacht haben. Boah. Dreh dich bitte nicht um. Oh mein Gott, das ist sowas von... Sie geht nicht auf. Schnell, schnell, weiter. Schnell weiter. Oh, die haben uns echt nicht gesehen. Wie geil ist das denn? Das war ja jetzt einfach. Okay, und nun da lang.
Wir dürfen nur nicht rennen. Wenn wir nicht rennen, ist alles okay. Wenn wir nicht rennen, ist alles okay. Oh. Spring. So. Vater Martin. Also jetzt. Langsam würde ich mir doch aber wirklich mein Safe-Game wünschen. Bitte, Leute. Ich muss noch andere Sachen machen. Und ich habe keine Zeit. Außerdem möchte ich, dass es speichert. Okay, und los, bitte. Verliert's nicht. Oh nein. Oh, verdammt. Nimm den Camcorder. Nein, der war so teuer. Nein, aber alles umsonst. Nein. Nein, laber doch nicht. Oh, und. Alles umsonst aufgenommen. Oh, aber immerhin hat es gespeichert. Und wir haben alles umsonst aufgenommen. Müssen wir jetzt unseren Camcorder suchen? Ehrlich gesagt will ich den gar nicht haben. Recht, wenn ich hier rausgehe und mir keiner glaubt, das wäre mir völlig egal, solange ich hier raus bin. Und naja, ich bin ja Journalist. Ich muss das schon ins Tageslicht bringen. Okay, Leute, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao.